tut dieser Verrückte nur? Woher hat er so viel Macht? Wie konnte Jane nur Asuka beleben? Ist dies das Ende der Welt? Asuka! Jaina! Dem zu sein sollte, dann möchte ich dich ein letztes Mal in den Arm nehmen, Elaine. Oh, Mama. Ich liebe dich, Elaine. Ich liebe dich, Mama. Steht auf! Jetzt! Was ist passiert? Steht auf! Ich kläre es euch dann! Meine Güte! Hier dreht sich alles! Wollner, alles okay? Eigentlich nicht. Wie konnten wir überleben? Ich habe euch gerettet. Auch das ist jetzt ohne Bedeutung. Wer bist du? Warum hast du das für uns getan? Hör zu, die Welt hat sich verändert. Asuka wollte sie nicht zerstören. Er hat etwas geschafft, das ich für unmöglich hielt. Die Welt ist verschoben. Was meinst du mit verschoben? Die Welt existiert nicht mehr. Zumindest nicht in der Form, in der ihr sie kanntet. Asuka hat die Gegenwart mit der Vergangenheit vermischt. Wie bitte? Wir befinden uns in der Gegenwart, doch es ist die Welt vor vielen tausend Jahren. Asuka zerstörte die Oberfläche und richtete sie so, wie sie zur Zeit der Eresmagier war. Fast alle Städte wurden zerstört und die alten Städte existieren wieder ebenso wie die neuen Schlösser. Langsam, alle Städte wurden zerstört. Was ist mit den Menschen? Es scheint, als wäre es Zufall, wer noch existiert und wer nicht. Menschen der Gegenwart sind tot, Menschen der Vergangenheit leben. Zumindest größtenteils. Wer noch am Leben blieb, ist wohl genauso verwirrt wie ihr. Doch es scheint, die Menschen der alten Zeit bemerken keinerlei Veränderung, als wären sie nie gestorben. Wie ist sowas nur möglich? Welche Macht hat Asuka und woher? Ich weiß es nicht. Doch was ihr jetzt wissen müsst, ist die Rolle der neuen Schlösser. Und die wäre? Hört zu, vor vielen tausend Jahren gab es die Eresmagier. Ein geheimer Bund machtgieriger Magier, die die brutalsten Experimente durchführten und stets nach vollkommener Macht strebten. Dann war da noch Pharao Ustra. Ein gütiger Herrscher über ein Wüstenvolk, der sich der Macht der Eresmagier entgegenstellte. Er wollte verhindern, dass die Eres ihre widerwärtigen Experimente weiterführten. Außerdem gab es noch den Clan der Heiligen Krieger, ein Clan, der sich der Vernichtung allen Übels dieser Welt verschrieben hatte. Der Clan bestand aus Kriegern und Priestern und hatte auch eine beachtliche Größe. Sie bauten im Laufe der Zeit neun Schlösser als Hauptquartiere ihres Clans, um so das Böse der Welt kontrollieren und vernichten zu können.
Unter jedem Schloss liegt ein tiefes Gewölbe, in dem die Priester des Clans die Bruchstücke eines sehr mächtigen Zauberspruchs bewahrten. Nur wer alle neuen Bruchstücke kontrolliert, hat die Möglichkeit, diesen Zauberspruch zu verwenden. Neun Bruchstücke? Was für ein Zauber ist das, dass er so gut geschützt wird? Das weiß ich nicht, aber zweifellos ist er so mächtig, dass er unter allen Umständen nie in die Hände der Elrismagier geraten dürfte. Und weiter? Die Elras begehrten diesen Zauber, doch bevor sie ihn bekommen konnten, gab es einen großen Kampf zwischen ihnen und Pharao Ustra. Keine Partei überlebte, die Zeit verrinn und das Leben ging weiter. In den kommenden Jahrhunderten schrumpfte der Clan der Heiligen Krieger und ihre Schlösser wurden zu Ruinen, bis sie letztendlich nicht mehr als ein verstrahlter Haufen Steine waren. Doch nun hat Asker diese Schlösser wieder zurückgebracht. Er will doch nicht etwa den Zauber, der in den Schlössern versteckt ist. Wir müssen ihn aufhalten. Anscheinend hat er bisher nicht die Macht, die Welt vollkommen zu zerstören, sondern sie nur zu verändern. Wenn auch sehr dramatisch. Wer weiß, welche Macht er erst mit dem Zauberspruch besitzt. Ich sehe, ihr kennt die Dramatik unserer Situation. Ich muss euch nun verlassen und die Lage kontrollieren. Ich rate euch, so viel wie möglich über die Elrismagier Pharao Ustra und den Clan der Heiligen Krieger in Erfahrung zu bringen. Vielleicht erfahrt ihr einen Weg, wie man Asker stoppen kann. Hey, warte! Weg ist er! Elaine, fühlst du dich auch so schwach? Ich kenne nicht einen einzigen Zauber mehr. Wallner, in was sind wir nun geraten? Was ist nun passiert? Nein, Schlüssler, ein Clan, Iras und Pharao Ustra. Dennoch dieses seltsame Wesen, das uns anscheinend gerettet hat. Aber wer weiß, als er uns verraten will. Sehr suspekt, das Ganze. Was ist nun Aske gefahren und den Jaina? Wir sollten uns besser selber einen Überblick verschaffen und uns vor allem genau überlegen, wem wir vertrauen und wem nicht. Zu etwa gleichen Zeit an einem anderen Ort. Das muss Claire. Ich hoffe, sie wacht endlich auf. Nyria! Wo bin ich? Also, endlich ist sie wach. Passiert? Nun, wir fanden dich vor dem Schloss. Du lagst ohnmächtig auf dem Boden. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe gehofft, du könntest es uns sagen. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich war gerade an dieses helle Licht überall, dieser Lärm. Der Boden hat gebebt. Der Boden hat gebebt? Helles Licht? Merkwürdig. Hier war alles so ruhig in den letzten Wochen. Hier. Du bist auf Schloss Zaras, eines der neuen Schlösser des Clans der Heiligen Krieger. Wir sind die Krieger des Guten. Unsere Aufgabe ist die Vernichtung allen Bösen. Die Vernichtung alles Bösen? Wieso erzählst du mir das? Nun, es gibt eine Sache, die mein vollkommenes Interesse geweckt hat. Du trägst unser Symbol auf deiner Rüstung. Doch habe ich dich noch nie zuvor gesehen. Das Symbol auf meiner Rüstung? Das ist das Symbol von König Geralt von Schloss Tranak. Schloss Tranak? Ein Schloss mit diesem Namen gibt es nicht. Und wer ist König Geralt? Ihr kennt Schloss Tranak nicht? Was ist nur hier los? Wahrhaftig, sehr mysteriös. Wie kommt ihr an die Rüstung? Das ist die Rüstung aller Generäle des Königs. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber wenn du eine Rüstung mit dem Symbol des Clans der Heiligen Krieger trägst, kannst du nur eine reine Seele haben. Kein böses Wesen könnte eine solche Rüstung tragen. Aber vielleicht. Kommt. Ich will euch etwas zeigen. Bist du stark genug zum Gehen? Ich denke schon. Ich will euch etwas zeigen. Es ist etwas Besonderes im Keller des Schlosses. Der Eingang ist im Gang südlich dieses Raumes. Na schön. Okay. Wir können jetzt also Nyria spielen. Sie ist Level 20. Asmus ist Level 60. Hey, 60. Das heißt, die Maximalgrenze ist nicht Level 50. Das bedeutet, ein neuerer RPG-Maker wurde für das Spiel benutzt. Aber Leute, 4 Speicherstände, ein Menü nur noch. So, schade. Ich will jetzt
werde jetzt Schluss machen für heute, für jetzt zumindest. Die Aufnahme wird beendet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao! Und ein herzliches Willkommen zurück, Leute. Wir machen jetzt weiter. Wir sind ja jetzt in der verschobenen Welt und spielen die Nyria. Was kann die eigentlich alles? Sauber. Messerwurf. Der kann gar nichts. Ausrüstung. Trana-Klinge. Trana-Rüstung. Rüstung der Krieger von König Geralt. Schwert der Krieger von König Geralt. Sonst ist hier nichts. Nein. Der hat gar nichts. Reihe Sulst. Ja. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, was. Mensch, ich habe das erst vor 2 Stunden oder sowas habe ich gespielt. Ich habe jetzt ein bisschen Mittagspause gemacht. Und weiß schon wieder nicht mehr, was jetzt die momentane Aufgabe ist. Nyrias Einweisung Schloss Zaras. Erkunde den Dungeon von Schloss Zaras. Das war's. Okay. Erkunden! Das mache ich sowieso am liebsten. Wen haben wir denn da? Mitglied des Clans. Ah, ich sehe, ihr seid wieder wach, my lady. Wie war nochmal die Stimme von denen? Ich weiß nicht mehr. Ich zeige ihr gerade etwas, das Schloss. Ich hoffe, ihr fühlt euch einigermaßen, my lady. Es geht schon. Das ist gut. Wir müssen in diesem Zeiten ständig bei Kräften sein. Das Böse schläft nicht. Doch, das tut es. Jede Nacht schlafe ich ein bisschen. Kochgeschirr ähnliches. Krankheitsserum erhalten. Geheimnis. Bücher interessieren mich jetzt nicht. Da bleibst du. Sarasmos, es scheint, als wäre das Böse gerade inaktiv. Seid ihr da mal nicht so sicher? Vielleicht sollen wir gerade das denken. Immer schön wachsam bleiben und alles melden. Natürlich, Sir. Heilflasche halten. Geheimnis. Rausgehen. Ich will jetzt aber noch nicht raus. Interessieren Sie immer noch nicht? Sir Osmos, wir sollten unsere Belegschaft eventuell erweitern, vor allem mit mehr weiblichen Soldaten. Oh, ich sehe gerade, ihr arbeitet daran. Sehr gut. Kümmere dich lieber darum, dass das Schloss gesichert wird, Soldat. Natürlich, Sir. Das hier habe ich, glaube ich, schon durchsucht, oder? Diese paar? Auf jeden Fall, hier war ich schon. So, dann gehen wir jetzt da in die Mitte rein. Da ist ein Koch. Koch des Schlosses. Sarasmos, hier läuft alles bestens. Heute gibt es leckeres gebratenes Schwein. Ah, das wird die Moral der Soldaten wieder verstärken. Gut so, Koch. Danke, Sir. So, gehen wir jetzt raus, oder? Ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns in den Keller hinuntergehen. Hinunter. Na, dann gehen wir doch erstmal hier rauf. Die interessieren schon wieder nicht. Leere Flasche halten. Geheimnis. Wofür ist die leere Flasche? Zum Füllen mit feinen Flüssigkeiten. Ah ja, okay. Haben wir... Ich glaube, das ist die erste, oder? Die wir kriegen. Schloss Zaras. Ah, Sir Osmos. Wen habt ihr denn da an eurer Seite? Mein Name ist Nyria Esma. Schön, euch kennenzulernen. Ich führe sie ein wenig herum. Das ist eine gute Idee. Vielleicht unterstützt sie uns ja. Entschuldigt, aber ich muss die Umgebung beobachten.
So ist das richtig. Das Böse lauert nur auf eine günstige Gelegenheit, uns anzugreifen. Da müssen wir besonders wachsam sein. Es hat doch schon lange nichts mehr angegriffen. So. Ach, schade, da war nichts. So, wo werden wir jetzt wohl das nächste finden? Was wird es sein? Sir, alles ruhig hier. Das bedeutet nur, dass wir noch besser aufpassen müssen. Aber auch nur dann, wenn wirklich etwas passiert und sie es nicht mitkriegen. Ansonsten heißt es, alles ruhig. Boah, bleibt doch einfach mal stehen hier. Hey, ihr seid doch diejenigen, die wir vor dem Schloss gefunden haben. Ja, das bin ich. Schön, dass ihr endlich aufgewacht seid. Sie versucht noch ihr Gedächtnis wiederzubekommen. Das ist sicher nur eine Frage der Zeit. Das hoffe ich. Ja, wir hoffen das auch. Allerdings wissen wir ja, was passiert ist. Ein Heilfolio hat ein Geheimnis. So, und was sagt der da? So, das Böse scheint sich vor uns zu fürchten. Schön wäre es, aber das bezweifle ich doch stark. Das Böse fürchten sich vor nichts. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr seid wohl neu. So könnte man es sagen. Ja, dann erfüllt eure Aufgaben und alles bleibt friedlich. Wenn ihr meint. Alles ruhig, Sir. Aber nur keine falschen Hoffnungen machen, Soldat. Das Böse kann jederzeit auftauchen. Natürlich, Sir. Ha. Sir Asmus, was treibt euch aufs Dach? Ich schaue nur nach dem Rechten. Hier ist alles glücklicherweise sehr ruhig, Sir. Schön. Sir, hier ist nichts los. Ich hasse sowas. Das ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Tja, könnte ja auch sein. Die Ruhe vor dem Sturm. Oder ja nach dem Sturm. Wie in unserem Fall. Ah, so Asmus. Wen habt ihr denn da an eurer Seite? Mein Name ist Nö. Das kennt man doch schon, oder? Ja, das kennen wir schon. Den haben wir schon mit dem haben wir schon geredet. Gut, dann haben wir jetzt alles durchsucht. Ein paar Geheimnisse haben wir gefunden.